Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio vom Auftakt in die dritte Liga. Und was für einer für den Aufsteiger, für den TSV Wattenbek. Und bei mir sind Janina und Schenki, so wird es im Team genannt. Und ihr habt mit einem unfassbaren 26-17 OKT hier aus der Halle rausgehauen. Was habt ihr denn genommen? Ja, das wussten wir am Anfang auch nicht. Also unser Trainer Jura hat natürlich uns vorher in der Kabine eingeschworen und hat gesagt, dass wir ganz klar gerade hier beim Heimspiel die Emotionen ganz einfach kommen müssen. Das haben wir in den Testspielen auch vermissen lassen. Und vor so einer Kulisse dann zu spielen, das pusht einen dann doch nochmal ungemein. Und wenn dann noch so einige Angriff- und Abwehraktionen wie im Training dann einfach so passen, wie man es auch einstudiert hat, dann pusht einen das nochmal zusätzlich. Und dann kann man auch so einen Start nach 20 Minuten dann mal hinlegen. Ja, 10-6 da schon. So ein Furio, von Beginn an furioses Feuerwerk. Das war ja schon sensationell. Zeitweise einige Zuschauer gesehen mit offenem Mund hier. Du zeitweise auch. Wir von der Bank haben natürlich mitgefiebert, auch teilweise mit offenem Mund. Was soll man sagen? Geile Abwehrarbeit, geile Paraden. Angriff hat geklappt, geile Spielzüge, Treffer und wir haben gewonnen. Und das sensationell. Und so eine kleine Revanche eigentlich auch fürs Final Four noch? Ja, gut, wir haben ja schon mehrfach gegen OKT gespielt und sind dann auch oft immer eingebrochen, so immer nach 20 oder 15 Minuten vor Schluss. Und ich sag jetzt nicht, der Schmerz saß tief, aber klar, da war eine Revanche ganz klar offen. Und der Pokal oder Pokalspiele haben ja nun mal eigene Gesetze. Aber da konnten wir es nie schaffen und jetzt in der Saison haben wir uns ganz fest vorgenommen, dass wir mindestens ein Spiel und jetzt natürlich auch das Rückspiel dann gewinnen wollen. Bin ich sehr gespannt drauf. Nächste Woche geht es nach Harrislee, wird sehr, sehr spannend. Und ihr habt eine ganz lange Zeit keine Heimspiele mehr. 4 Auswärtsspiele am Stück, was ist da jetzt drin, wie geht ihr es an? Also wie gehen wir es an? Genauso wie jedes Spiel, ob es nur Heimspiel ist oder Auswärtsspiel. Wir sind immer hoch motiviert. Gerade Harrislee, ich habe sie letzte Woche im Pokalspiel gesehen. Da werden wir nochmal einen Pfund zulegen müssen. Jetzt gerade auch, sie haben gestern, glaube ich, auch gewonnen gegen Jöll. Wir müssen einen Pfund zulegen, wir werden Pfund zulegen, auch wenn es auswärts ist. Und wir gehen mit einem gestärkten Rücken, mit einem geilen Gefühl von diesem ersten Sieg hier, auch in die nächsten Wochen. Auch da ist eine Revanche aus dem Pokalspiel natürlich offen. So, also ich bin gespannt, wo das hinfällt. In meinem Rahmen drücke ich euch die Daumen, wie ich das darf. Und tief beeindruckt über diese erste Saisonleistung. Wünsche euch alles Gute für die Saison. Dankeschön. Super, danke. Zusammenfassung des Spiels gibt es hier übrigens auf Radio Form. Ciao.